Wir bei OGET beraten Sie kostenlos und unabhängig, welcher Schutz am besten für Ihre Pflanzen geeignet ist. Liebe Weinbäuerinnen und Weinbauern, mein Name ist Andreas Klotz von OGET Agrar und ich werde nun über Pflanzenschutz im Weinbau sprechen. Ja, zuerst möchte ich eine Übersicht geben über die wichtigsten Pilzkrankheiten, den Schotbinder, wie es im Extremfall ausschauen kann. Oidium, echter Mehltau, der falsche Mehltau, die Peronospora, roter Beiner, Schwarzfäule und zu guter Letzt die Schwarzflecken vom Opsis. Genau, und Botrytis auch noch. Ja, sprechen wir nun über die Fungizide. Und zwar beginnen möchte ich mit den Mitteln für Oidium, für echten Mehltau. Die Aufwandmenge, die angegeben ist auf dieser Folie, ist immer die maximale Aufwandmenge, die man je nach Laubwand reduziert. Netzschwefel, die Austriebsspritzung mit den 7,5 Kilogramm pro Hektar ist ein Kontaktmittel, das eben als Nebenwirkung auch gegen die Schotmilben wirkt und auch gegen Schwarzfäule. Dann das Topaz-Tarbenconazol. Das ist ein lokalsystemisches Mittel, das auch gegen Schwarzfäule wirkt, normalerweise in der frühen Phase eingesetzt wird. Spirox ist ein sehr gutes Mittel mit 0,8 systemisch, auch ein leicht heilender Effekt hat. Dann ist Star Zyflophenamid mit 0,5 Liter systemisches Mittel, das Schwarzfäule und roter Beiner als Nebenwirkung hat. Flint Max mit dem Flint-Wirkstoff und dem Azol-Wirkstoff, lokalsystemisch und systemisch, mit kleinsten Aufwandmengen, mit einer Vielzahl von Nebenwirkungen, wirkt gegen gegen fast alle wichtigen Pilzkrankheiten im Weinbau. Kusabi, sehr beliebt, Preis-Leistung sehr gut, Kontakt- und lokalsystemisch auf Botrytis. Neu ist Cercalis auch ein systemisches Mittel, ein sehr gutes Mittel, eines der besten Oidiummittel, hat Nebenwirkung Schwarzfäule und Botrytis. Vivando ist von der gleichen Wirkstoffgruppe wie es Kusabi, mit einer ähnlichen Aufwandmenge, Kontakt- und Lokalsystem. Canatanes da bitte, und dann, wenn es was abstoppen wollt, kannst du es auch gern zweimal innerhalb von 7 Tagen machen mit 0,6. Liter pro Hektar. Ja, ganz kurz ist neue Mittel auch vorgestellt. Cercalis ist eben das beste vorbeugende Mittel, sehr lang anhalten, mit kleinsten Aufwandmengen, systemisch gegen Oidium, Schwarzfäule und Botrytis. Ja, der Wirkstoff ist Glyxabioxat, 300 Gramm pro Liter von dieser Gruppe 7. Ja, gibt es auch nicht allzu viele Weinbaumittel, die in der Gruppe 7 sein. Gott sei Dank, weil es ein mittleres bis hohes Resistenzrisiko hat und die maximalen Extrakosten bei einer vollen Aufwandmenge von 0,24 sind 28 Euro. Ja, die Peronospora-Mittel, falscher Mehltau, das neue Enervin SC, flüssiges Enervin, ein sehr gutes Mittel, hat die längste vorbeugende Kontaktwirkung aller Mittel und wirkt auch translaminar. Vollbein, auch ein Kontaktmittel, der Vollbein-Wirkstoff, das Vollbein ist in einer Vielzahl von Mitteln enthalten, das ist das reine, pure Vollbein. Ja. Wirkt gegen roter Beiner und Phormopsis als Nebenwirkung. Ja, Polyram ist auch ein Kontaktmittel, das auch vorbeugend eingesetzt wird und auch ähnliche Wirkungsweise hat das Vollbein, und zwar Multisite-Inhibitor, das heißt, das sind mehrere Stellen ansetzt und eben eine ganz geringe Resistenzgefahr hat. Schwarzfäule ist auch noch dabei beim Polyram als Nebenwirkung zusätzlich, neben dem Defekt, das Vollbein hat. Acton 3S ist Sabinans da, ja, Preis-Leistung sehr gut, hat eben Vollbrettwirkstoff und einen systemischen Wirkstoff. Aufpassen, der systemische ist resistenzgefährdet, setzt es nur am besten nur einmal ein, das Mittel, aber der einmal kann es gerne machen. Hat tolle Nebenwirkungen mit roter Beiner, Phormopsis und Botrytis. Ebenso Vollbein Gold, ein neues Mittel, preislich bei uns gleich eingestuft wie es Savelan Star, ähnliche Aufwandmenge,
ähnliche Wirkungen, ähnliche Nebenwirkungen haben, aber voll mit Wirkstoff und da systemischer Wirkstoff enthalten. Systemisch auch Staphylococcalide plus Fosetyl. Profil angenommen mit 3 Kilogramm ohne Nebenwirkungen allerdings. Wenn du die Kombi Kontakt- und Lokalsystemisch gerne zu der Erfahrungen, wo Botrytis ein Thema ist, und es als Nebenwirkung mitgeht, vom Opsis und Protopainer ebenso. Millicut mit neuer Zulassungsnummer, auch die alte Zulassungsnummer, bitte, der es heuer noch aufbrauchen, wer den noch zu Hause hat, ja, ist ja systemisch, lokalsystemisch, systemisches und Kontakt eben beide Wirkungsweisen kombiniert. Ebenso die Elan Pro, vegetarische ähnliche Richtung, auch mit den Phosphonate und der Kontaktmittel, ja. Und Bergado ist dann wieder ein Produkt von Folpet plus ein lokalsystemischen Wirkstoff und Flobrix ist ein beliebtes Kupferpräparat als Kontaktmittel gerne Richtung Abschlussspritzungen aus eingesetzt. Ja, schauen wir uns genauer an, das Enamin SC, ja, das neue Enamin gegen Peronospora, was bei dem Wirkstoff der große Vorteil ist, dass verteilt sich das Wirkstoffdepot, das vorhandene, verteilt sich beim Niederschlag wieder auf der Pflanze und so ist ein optimaler, lang anhaltender, vorbeugender Schutz eben gewährleistet. Und es ist eine eigenständige Wirkstoffklasse, die sich mit keinem anderen Wirkstoff überschneidet. Ja, Frag 45, Packungsgröße 10 Liter. Mittleres bis hohes Resistenzrisiko und mit den 2,4 Liter maximal, in der frühen Phase gern weniger, kostet es dann 48 Euro pro Hektar. Ja, springen wir zum Volkmann Gold, wie angesprochen, Kontakt und systemisch, eine Vielzahl von Nebenwirkungen, hauptsächlich vorbeugend eingesetzt, ein bisschen heilende Wirkung ist auch dabei, aber ist eher zu vernachlässigen. Ja, der Folpet-Wirkstoff ohne Resistenz gefahren mit der ganz geringer. Das Metalaxyl allerdings mit einem hohen Resistenzrisiko. Bitte schaut, dass das auch nicht überschneidet mit einem Saveran Star, das von der gleichen Wirkstoffgruppe ist. Und ja, eben die 2,5 Kilogramm als maximale Aufwandmenge kostet dann 58 Euro pro Hektar maximal. Ja. Peronospora stoppend gibt es auch, Sovego, das das beste stoppende Produkt ist, das den höchsten Anteil von Dimethomorph enthält. Dazu hat es noch einen sehr guten vorbeugenden Wirkstoff enthalten und das Forum Gold, das beliebt ist, weil es deutlich günstiger ist wie Sovego und auch noch Nebenwirkungen auf Rotobein und vom Opsis hat. Ja, Sovego ein bisschen genauer vorgestellt, eben diese Kontakt- und lokalsystemische Wirkung gegen Peronospora eben sehr lang halten und die beste stoppende wird bereits angesprochen über das Dimethomorph. Ist in die 5 Liter zu kriegen und hat ein geringes, mittleres Resistenzrisiko, was das Dimethomorph angeht und Amitotraktin hat eher ein mittleres, hoheres Resistenzrisiko. 1,6 Liter sind die maximale Aufwandmenge, die wir euch auch empfehlen, wenn ihr noch was stoppen möchtet. Ja, Spezialpotritizide, das Cantus, das Scala und das Switch. Wer die Möglichkeit hat, setzt in der Traumzone speziell ein. Da kannst du die Aufwandmenge, so wie angegeben, reduzieren. Ja. Scala ist Kontaktmittel. Cantus ist ein systemisches Mittel und Switch hat beides Kontakt und systemischen Wirkstoff. Insektizide, ja, die Austriebsspritzung mit dem Netzschwefel gegen die Schotmilben. Staphylococcus, Sambacar, bitte heuer aufbrauchen, ist im letzten Jahr noch im Weinbau eben mit Aufbrauchsfrist noch anwendbar, mit dem halben Liter gegen Zikaden und Milben. Sivantoprein, wer die Rehzikade bekämpfen möchte oder alternativ auch Momento, Sivanto ist günstiger. Stuart, auch heuer aufbrauchen, das kannst du auch noch mit Abverkaufsfrist auch noch kaufen
und heuer noch aufbauen mit die 125 Gramm pro Hektar, den Springwurm, Zikaden und Traubenwickler und die Spindor, wer ein Problem hat mit der Kirsche, sie fliegen oder eventuell mit die Ohrwürmer 120 Gramm, die Studie aufnehmen. Traubenwickler-Verwirrung ist in der Lehre 500 Stück pro Hektar einzusetzen. Zusatzmittel, Stropformie, der Superspreiter mit Schaumstopp, eben vorbeugend eingeben am Beginn in die Spritzbrühe zusetzt, so verhindert es die Schaumbildung. 0,2 bis 0,3 Liter pro Hektar eben hat den Effekt, dass es neben der Haftung auch die Spritzbrühe optimal verteilt, aber auch systemische Wirkstoffe in die Pflanze eindringen lässt. Natura-Gruppe-Sell ist da eine gute Alternative mit 1 Liter pro Hektar, hat da neben der Netzmittelfunktion Aminosäuren enthalten. Der Harvest-Regulator für die Spritzbrühe, das ICA korrekt, mit 50 bis 75 Milliliter pro 100 Liter Wasser, hat einen Farbindikator, der anzeigt, wann der optimale pH-Wert der Spritzbrühe erreicht ist, der sehr wichtig ist für die optimale Wirkung unserer Pflanzenschutz. Ja, die Herbizide noch kurz. Das Cicara ist da ein neues, ziemlich neues Mittel, das wir auch schon länger unter Katana kennt. Hat eine Wirkung auf ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, eben mit die 40 Gramm pro Hektar, meistens in der Mischung eingesetzt. Mit anderen Herbiziden. Starcycloxidin ist ein Gräserspezialist, den natürlich auch sehr gerne im Weinbau verwendet. Ja, so schaut es dann aus in der Vegetation. Glyphosat dazu gelassen mit 3 Liter, den 40 Gramm Cicara, Öl mit 2 Liter dazu und eventuell für Wurzelkräuter noch ist da ein CPA. Immer den Streifbehandlung macht und gegen Stockaustriebe kann man das Kabuki mit Paraffinöl und eben mit dem für die Gräser führen und mit dem Starcycloxidin eben kombinieren. Neuanlagen mit Zoltonic E, das zahlt sich aus. Ihr habt dann die dickere Stammdichte. Am Beginn des Wachstums habt ihr früher eure Erträge, habt bessere Wurzelentwicklung und gesündere Böden. Wildeffekt, Energetik B, Boden WE für Wildeffekt, 18 Meter breit am Ackerrand, bitte anwenden, 2 Kilogramm pro Hektar. Ja, wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne bei den angegebenen Kontakten bei mir melden. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Saison, dass möglichst wieder ein gutes Weinjahr 2022 wird. Sichern Sie sich den besten Schutz für Ihre Pflanzen. Melden Sie sich jetzt bei OGET für ein kostenloses Beratungsgespräch.